Die Almzeit ist ganz eine besondere Zeit. Ich sage das alle, Alm kannst du nicht so erklären, das muss man erlebt haben. Und wenn einem das Almfieber einmal gepackt hat, das bringt schon nie mehr weg und du freust dich jetzt ja wieder, wenn es Richtung Alm geht. Gerade bei 22 Jahren Isa und schon Almberater bei der Landwirtschaftskammer Tirol. Manuel Klimmer, ein junger Hofnachfolger aus dem Tiroler Oberland. Und weil er so jung ist, werde ich gleich einmal fragen, wie das ausschaut, wie wir die Jugend für die Alma begeistern können, gewinnen können. Sicherlich ist es ganz wichtig, dass wir junge Leute für die Alma begeistern. Und da ist die Frage, wie können wir das machen? Und ich glaube einfach, wir müssen unsere Alma modern halten, mit dem Wandel der Zeit gehen und somit, dass es so für junge Leute interessant ist. Was die Alm der Jungen ganz speziell bietet, ich glaube, es ist ganz andere Zeit. Sind stecken wir das ganze Jahr im Job tief fest drin und es ist einfach besonders. Du bist jeden Tag draußen an der Natur, jeden Tag bei den Viechern, auch wenn du Wind und Wetter ausgesetzt bist. Sicher gibt es da die schwierigen, die harten Zeiten, aber überwiegend die einfach die schönen Zeiten auf der Alm und der Umgang mit dem Viech. Ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, es gibt einem viel mehr zurück, wie es einem nimmt. Jetzt derzeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit dem Thema Klimawandel und wir können mehr unsere Alma an den Klimawandel anpassen. Weil das heißt ja auch, durch den Klimawandel haben wir viel mehr Futter, also viel mehr Biomassezuwuchs auf den Almen. Und die Vegetationsperiode fängt viel früher an. Das heißt, wir haben einen Bestoßungszeitpunkt bis zu 3 Wochen früher auf der Alm. Die Beratung mache ich auf der Alm, weil vom Büro aus ist schwer zu beurteilen, wie die Lage ist. Aber speziell muss man sich auf der Alm anschauen, wie schaut es aus, wie kann man es machen, wo sind die Koppeln, wo kann man Wasserstellen setzen und wie ist der Ist-Zustand. Natürlich, immer wieder gibt es Widerstände oder man benötigt auch sehr viel Zeit und man muss auch immer wieder erklären, das braucht einfach wirklich extrem viel Erklärungsarbeit. Aber man muss einfach dranbleiben und wenn man ihnen mal gezeigt hat, was für Auswirkungen das hat und wie ein Koppelsystem funktioniert und wenn sie nachher sehen, hey, schau mal, das hat wirklich einen Effekt und das ist super für die Alm, nachher verstehen sie es. Aber oft braucht es halt zuerst Daten und nachher kommt es erst. Unsere Almen müssen sich verjüngen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Neben mir steht einer, der repräsentiert ist, der Manuel Klimmer. Wir brauchen neue Ideen auf der Alm, wir brauchen Ideen, die sich auch irgendwo gegen starre Strukturen durchsetzen und die Widerstände, die vielleicht in vielen Köpfen da sind, auch brechen lernen.